Hallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die Let's Play Together mit der Tibra. Grüß euch. Und mir, dem Anduin. Grüß euch. Ja, wir waren fleißig, wie wir in der letzten Folge gesehen haben. Zeitraffer. Ja, genau. Wir haben dann sogar ein bisschen außerhalb vom Zeitraffer noch was gemacht. Also ja, es steht jetzt schon Mine, ein bisschen noch. Farmen. Ja. Lauter so Geschichten. Deshalb auch ein neuer Werkzeugskill. Ich bin jetzt bei 3,38, also es ist jede Menge Werkzeug weggegangen. Ich bin bei 3,24. Oh, das schon, ja. Ja? Die haben da schon wieder was kaputt gemacht. Das ist eine Never-Ending-Story. Aber gut, für das stellt man sich ja auf, das Zeug. Mhm. Ja, was haben wir uns überlegt? Also dieser Korridor da, der da noch offen ist, der soll zu werden. Wir wissen nur nicht, ob wir es schaffen bis zur nächsten Hordennacht. Aber wir werden trotzdem versuchen, hier zu verteidigen. Einfach weil es interessant ist. Mehr Abwechslung, aber es soll dann irgendwann, soll da dieser Korridor entlang gehen. Mhm. Also wie so eine Art Schneckenform. Es kann auch sein, vielleicht, dass wir innerhalb schon mal abbiegen, dann geht es da so entlang. Ja. Dann geht es da zwischen den Pfeilern. Ja, da kommt schon wieder was seitlich. Okay. Wie gesagt, dann geht es da so entlang. Die laufen noch. Da soll ja alles zu sein einmal. Und dann wird da der Korridor so rübergehen. Und wie gesagt, da soll ja auch zu sein. Mhm. Ja. So hätten sich das vorgestellt. Aha, da krabbelt einer in unseren Woodspikes herum. Ja, die Tibra war so nett und hat uns Armbrust gebaut. Ich werde das dann noch entsorgen. Gut, was haben wir vor? Ja, wir wollen jetzt noch einmal rüber zu dem Gebäude. Was ist denn da los? Ja, mit der Armbrust. Wenn wir da drüben auf den Koffer ranfallen. Ja, mit der Falter Münze drüben. Na, du bist von Natur aus wieder da schon. Oh, da ist ein Spidey herunter. Wo? Da links. Links von links. Jungs! Geh mal da links nach vor, da sind auch noch welche. Ja. Mach du die. Irgendwas ist mit euch, Leute? Okay, das Spidey ist gut. Auch daneben. So, ich muss mich mal wieder umdrehen. Lass den schönen Zaun in Ruhe. Lass ihn. Nee, die schon nass waren. Ja, ich steh nochmal auf. So. Haben wir es geschafft? Nicht ganz, da ist noch ein Kappler. Die immer zu spät kommen. Genau. Gott, oh Gott, was ist das der Kuppelette, meiner? Uiuiuiui. Den hast du, glaube ich, gell? So. Gut. Ist irgendwo herinnen. Da kommt noch einer. Ein Kappler. Ah, ja.
Okay. Noch welche. Das heißt, wir können uns gleich was einpacken zum... reparieren. Und packen. So, wo ist da noch wer? Oh Gott. Sag mal, spinnst du? Bitte. Bitte, bitte, da komm. Wie schnell ist der? Nein. Okay. Wir treffen mit der Nahkampfwaffe nicht in den See kommen. Das natürlich. Es ging ja nur Schutzwaffen. Ah, okay. Irgendwo, glaube ich, ja, im Norden. Der hat das schon komplett weg da. Wir werden auf alle Fälle eine Spitze machen. Okay, dann weiß ich. Bitte wo? Gott, der hat das zerstört, bist du narrisch. Bitte wo? Okay, mir ist kalt. Und schon wieder ausziehen. Ups. So. Da kann man nicht hin. Man kommt da auch irgendwie nicht durch, glaube ich, gell? Nö. Durch einen Blockkurs. Na gut, dann geht's jetzt mal raus. Mhm. Reparatur werden wir dann später machen. Wo bist du gerade? Ah ja. Ich stehe da seitlich. Okay. Dann werden wir da mal. Du baust und. Ja. War ein Hund eigentlich dabei? Ich habe keinen gesehen. War schon da obligatorisch. Da innen könnten wir eigentlich das stehen lassen, oder? Das können wir stehen lassen. Okay. Seitlich kommen schon wieder welche. Runter. Mhm. Ich habe wieder mehr Pfeile. So. Achtung, Achtung! Irgendwie? Oh ja. Ups! Ah, hinter uns. Ein Hund, shit. Wo? Hinter mir. Shit. Schon wieder einer. Oh. Ja. Mhm. Ich wusste, die Hunde. Weil ich meine Shotgun nicht mit habe. Dann wird's halt
Da steht auch einer beim Zug. Okay. Puh, das war knapp. So. Die steht noch mehr auf. Aber jetzt nicht. Gut, dann kann ich ja gleich mein Klumpert aushauen. Ach, da kommt schon noch hin. Okay, das kann ich nicht lösen. Das ist ja auch nur. Sind das alles Zombies, die mal schauen müssen? Auf der Nordseite, da steht nur ein Hund. Okay. Direkt vom Zaun. Okay, ich pack die Shotgun aus. Ganz normaler Tag. So. Was? Nein, was ist das? Wo ist der Hund? Ah, das will ich nicht sehen. Mhm. Ist das bei dir? Nein. Ich wüsste zumindest nicht wo. Hundi? Aha. Ich bin gejagt. Ich bin innerhalb des Zauns. Ah ja, ich sehe schon. Ach, diese Herumhamplerei von denen. Okay, ich kümmere so, mich mal um den Hund. Oh Gott, die haben da ein Loch gemacht. Sag ich ja. Rames. So, und jetzt aber nehmen wir die Hunde aus. Das Fell können wir auf alle Fälle brauchen. Du deinen Rucksack musst du dann noch holen. Ja. Was ich alles willst du den Hund erledigen? Ja. Okay, den hätte ich von hier drinnen erledigt. Okay, danke. Da kommt noch einer. Ein Hund? Jo. Es regnet. Ach, wie schön. Das ist ja unnormal. So, jetzt komme ich aber raus. Ja, und ich komme rein. Ich bin, glaube ich, komplett voll. Ich muss mir meinen Rucksack noch
So, den können wir auch noch mitnehmen. So, da liegt er. Alles klar. Steigst du dort vielleicht über den Zaun? Ich steig gleich da drüber, ja. So, wie kommen wir da nicht? Was ist das? Ich muss hier abbauen auch. So, bin schon da. Guten Morgen in Zombieland. Da liegt auch was. Wo bist denn du hergekrabbelt? Naja. Den Punkt schon muss ich ausziehen. Der ist nicht das Beste, wenn es regnet. Ach so? Wir werden sofort kalt. Okay. Jetzt muss ich stehen. So. So, ich kann auch kurz mein Klemmbad ausräumen. Zwar nicht viel, aber. So, das da können wir scratchen. Ich habe in das Loch, wo der Zaun weg ist, einfach kurz davor einen Frame hingestellt. Von innen. Ist eh nur ein Feld, oder? Ist eh nur ein Feld, aber da könnte. Das nehme ich mit. Okay. Das wegen den Hunden, die erst. Oh, wow. Ja? 15 Flaschen Wasser bekommen. Ich habe 2 Euro da gekauft. Na super. Eine Schatzkarte haben wir, eine neue. Wieder mal, jetzt machen wir dann nochmal Schatzsucherfolgen. So, die Federn geben wir auch noch raus und das Scrap geben wir auch noch raus. Gut. Den Iron Bar setze ich jetzt schnell rein dort. Ich bin schon draußen. So, das repariere ich auch schnell. Oh, da fehlt der ganze. Ist drinnen. Sehr gut. Wie schaut es da aus mit Reparaturen? Ist da irgendwas, das fehlt das ziemlich? Ich werde das am nächsten Tag machen. Was, da brauche ich fortsteuern? Ja. Ach, kacke. Ja, was sagst du? Okay. Ah, da fehlt ja. Was ist da? Aha. Wo denn? Da ist schon der Mikro. Okay. Was denn? Da. Hat ja schon aus, teilweise wie ganz versetzt. Ja. Ja, okay, dann bringt das nichts ins Goldmetal. Da sind wir dazu jetzt nicht genommen. Machen wir Tag 35. Es wird ja vermutlich des Nächtens noch einiges passieren. Oh, Regen vorbei. Sehr schön. Ups, na, mit einer Trasse. Bist du vielleicht in neue Spuren können, die ist leer mittlerweile. Na, vielleicht finden wir ein bisschen. Die Warnposter wäre auch schon um ein Drittel reduziert. Okay. Boah, und die Hälfte da. Bolzen verschossen. So. Dann wissen wir ja, was wir alles für den Tag 35 vorbereiten. Gut, die Quotenhunde wären erledigt.
Huch! Was? Huch? Na, der Hirsch. Soll ich ihn mitnehmen? Ja, wenn du vor dich hinstinken willst. Hab ihn. Na dann. Und da drüben ist ein Neuschwänchen. Ey, Sau. Wo ist der Hirsch? Das Schwänchen habe ich auch. Hast du das gesehen? Ja. Oh, da ist noch ein Hirsch. Da ist noch ein Hirsch. Aber ja. Okay, ich habe kein Messer dabei. Ja, ich habe Messer. Außerdem ist es besser, wenn nur einer das Fleisch drin hat. Mhm. Das ist dann irgendwo ein Auto oder so. So, das eine habe ich aufgebaut. Da irgendwo dann war ist da das Schwänchen. Okay, ich halte mal kurz Ausschau, ob irgendwo was da hier schlurft. Wieder umgedreht. So, und da irgendwo war der zweite Hirsch. Jawohl, da ist er. Darf ich mal vorlaufen? Ja, ja, natürlich. Das war einfach darüber. Mhm. Soweit ich noch im Kopf habe. Ja, was habe ich in der Zeitraffer-Aufnahme noch gemacht? Wir haben den Garten, also ich habe den Garten erweitert. Ah, okay. Siehst du, das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Ja, was ich vergessen habe anzupflanzen, waren die Blaubeeren. Ja, und Schwammau. Und, ach, Tommy. Hirsch zur Rechten an der Kreuzung zu fahren. Okay. Bin knapp hinter dir. Okay. Da drüben ist auch einer. Könnte versuchen. Ja, da sind auch jede Menge Zombies. Ach, weg ist er. So. Da bist du, ja. Ich bin gleich bei der zweiten Ecke. Robin? Irgendwie ist diese Leiche. Okay, ich bin gejagt. Jetzt bin ich nur mehr gespürt. So, ich schaue mal, ob irgendwo der Bär ist. Ah, nein, der kommt jetzt später. Gut. Ja, jetzt das weiße Auto müssen wir ausräumen und wir haben noch zwei Häuser, oder? Ja, ich glaube, wir haben erst eines gelootet da drüben, ne? Ja, da ist uns ja die Bibliothek mehr oder weniger dazwischen gekommen. Mhm. Grandioserweise mit dem Buch für die Crossbow. Richtig, ja. Ja, aber einiges anderes, glaube ich, war auch noch dabei. Ich glaube, ich habe die Magnum gelernt, ne? Mhm. Ja, genau. Cool. Dann erste Hilfe, glaube ich, für dich. Leder. Irgendein Lederrüstungsteil. Sau und Hirsch voraus. Ne, du kannst ihn schon mal erlegen, ich bin schon hinter dir. Und da kommt gleich ein Zombielein, wie schön. Die Sau habe ich erlegt. Ah, da ist der Hirsch. Okay, der ist noch nicht. Die Sau liegt hier rechts.
Und hier schon wieder auch. Wo ist das Schweinchen? Hier drüben. Ah ja, ich seh's. Wo der Zombie daherkommt. Ja, den müsstest du ablenken. Mhm. Gut, das habe ich. Da liegt irgendwo der Hirsch. Jawohl, da hören wir also. Achtung, links von dir. Ja. So, hab schon beide. Ui, der Schmerz. Ah, damit. Oh, sind jetzt schon. Gut. Alles dabei versorgt? 36 Fleisch haben wir. Puh, das wird ein feines Mahl. Okay. Wir sind schon wieder über der Zeit. Ah ja, stimmt. Ja, dann hoffe ich, dass euch der Vormittag gefallen hat, der übliche Besuch der Nachbarschaft und so weiter. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.